Liebe Kickers-Fans, neu bei den Blauen ist Ricky Halili. Die möchten wir heute auch kurz vorstellen. Hallo Ricky. Hallo zusammen, freut mich. Bei 1,69, glaube ich, muss ich heute ein bisschen kleiner runterkommen, oder? Ja, ist schwer immer so. Weißt du, ich muss nach oben gucken, aber wenn man Kamera ein bisschen runter machen, geht das schon, glaube ich. Mit dir kann man, glaube ich, Spaß haben, oder? Ja, doch. Ich bin an sich ein lockerer Typ, glaube ich. Das kriegen wir hin. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Die Kickers-Fans interessieren sich natürlich. Ja, ich bin, wie gesagt, Richie. Ich komme aus Ravensburg. Bin damals mit 14 zum VfB Stuttgart, dann über HSV und Albanien und Ulm in Thailand gelandet. Hatte eine super Zeit jetzt letzte Saison dort. Die Saison ist vorbei. Dann kam die Möglichkeit, zu den Kickers zu kommen. Kickers schon immer Traditionsverein. Geile Derbys gehabt, immer gegen die Kickers, jetzt mal für die Blauen. Und ich freue mich, dass ich da sein darf, auf jeden Fall. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Du hast ja auch gleich bei deinem ersten Einsatz nach 30 Sekunden, hat man dich ja schon im Interview, gleich das erste Tor gemacht. Der Trainer Tobias Fritsch kennst du ja schon. Er hat gemeint gehabt, du bringst gute Qualität, besonders 1 gegen 1 mit. Beschreib du dich mal fußballerisch und vielleicht auch noch ein paar Worte über den Trainer, den du ja schon ein bisschen länger kennst. Ja, vielleicht zuerst über den Trainer. Ich kenne Tobi Flitsch von SSV Ulm, war damals mein Trainer und sehr gute Zeit gehabt, hat uns damals eigentlich eher so von unten wieder rauskatapultiert mit seinen Einstellungen und mit seiner Art Fußball zu spielen. Ich sag mal so, wenn der Trainer einen ein bisschen auf der Liste hat, dann gibt man gerne was zurück. Und war natürlich schön, dass es so geklappt hat. Dass ich dann natürlich im ersten Spiel das Tor mache, ist super. Freut mich. Ich freue mich auch, dass ich es dem Herrn Braun zurückgeben kann, dass ich da auch eingesetzt hat, um den Transfer dann letztendlich fertig zu machen. Und im Endeffekt bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da sein darf. Und hoffe, dass ich so mit 1 gegen 1 und ein paar Toren noch weiterhelfen kann. Ja, das hört sich doch gut an. Sag mal, du hast ja die Nummer 5 jetzt genommen. Hat es irgendwas auf sich oder war die einfach nur frei? Tatsächlich war die 5 frei und die 22. Und dann habe ich mit dem Herrn Pfeiffer auf der Geschäftsstelle haben wir kurz Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Nach 3-mal Ausgleich habe ich gewonnen und dann kam die 5 raus. Das ist die wahre Geschichte dahinter, also hat nichts zu bedeuten. Okay. Wie bist du jetzt in der Mannschaft aufgenommen worden? Hast du jetzt einen Platz in der Kabine? Das haben wir, glaube ich, noch offen gehabt. Und wie sieht es bei dir im privaten Umfeld aus? Vielleicht auch ein bisschen. Hast du schon Wohnung gefunden oder wo wohnst du jetzt? Gibt es eine Wohngemeinschaft? Das mit der Kabine, ich will es nicht nochmal ansprechen, immer noch keinen Platz gefunden, aber das kriegen wir hundertprozentig hin. Vielleicht sprecht ihr mal mit dem Didi danach kurz, aber ja, ich wohne zurzeit, die Jungs haben ein Zimmer frei, der Ibra und der Dani, aber jetzt Ende des Monats ziehe ich in meine eigene Wohnung. Ich habe da in der Stadt was gefunden und freue mich auf Stuttgart wieder, genau. Ja, hoffentlich dann aber nicht so oft im Nachtleben, sondern eher der ADM-Sportpark. Ja, lieber im Gazi-Stadion natürlich. Und ja, abends bin ich allgemein nicht so oft unterwegs. Dann lieber ruhig zu Hause. Das passt schon. Ja, dann sag mal, was sind so deine Hobbys außer Fußball? Tatsächlich, weil ich jetzt unglaublich viel unterwegs war im Fußball, freue ich mich einfach, wenn ich mit Freunden Zeit verbringen kann. Vor allem Familie auch. Meine Eltern haben ein Restaurant und haben meistens nur montags frei. Und da versuche ich dann meistens eigentlich nur mit der Familie die Zeit zu genießen. Das ist, was mich auch glücklich macht und wieder stärkt. Und ansonsten, ja, ein bisschen Sportmanagement studieren, das gehört auch dazu. Ja, so gebe ich mein Bestes. Auf und neben dem Platz. Dann wünsche ich mir viel Spaß beim Studium und noch viel mehr Spaß bei den Kickers. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke.